Willkommen zu einem neuen Quick-Check-Video. Und ihr wisst genau, wenn ich so schnell rede, habe ich nur 2 Minuten Zeit, um euch einen neuen Quick-Check zu präsentieren. Also bleibt dran, denn direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Produktcheck auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und heute geht es um ein Lötkolben-Set von der Firma Skremtrich. Das Lötkolben-Set enthält unter anderem eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, darunter auch in Deutsch, eine Rolle mit Lötzinn, eine Entlötpumpe aus Metall, um das Lötzinn wieder abzupumpen. Diese lässt sich einrasten, sodass ihr diese ganz einfach ansetzen könnt und durch Druck habt ihr das Lötzinn abgezogen. Einen Lötkolbenständer, 5 verschiedene Lötspitzen in verschiedenen Größen sowie natürlich den Lötkolben. An dem Lötkolben ist es sehr praktisch, dass ein Schalter enthalten ist, also man muss ihn nicht jedes Mal aus der Steckdose ziehen, um ihn zu deaktivieren. Ihr könnt das ganz praktisch auf euren Lötkolbenständer legen, wenn ihr ihn nicht benutzt. Die Lötspitzen zeige ich mal etwas näher, damit ihr genau wisst, welche enthalten sind. Ansonsten ist eine praktische Aufbewahrungs- und Transporttasche aus PU-Leder enthalten. Das Lötzinn sind 100 Gramm mit 0,8 mm. Der Lötkolben hat 60 Watt und ihr könnt ihn zwischen 200 und 450 Grad einstellen. Der Lötständer ist ausklappbar und beinhaltet einen kleinen Schwamm. Ich habe euch das Produkt unten in der Videobeschreibung mal verlinkt, da könnt ihr mal reinschauen, um euch weitere technische Informationen zu holen, die ihr benötigt. Das war der heutige Quick-Check für euch. Das Produkt ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir unten in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Susch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin.